Die Proteste in Indien gegen die umstrittene Reform des Einbürgerungsgesetzes nehmen kein Ende. Erneut gehen Menschen dagegen auf die Straße, wie hier in der Hauptstadt Neu-Delhi. Mittlerweile hat die Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi eine große Werbekampagne für die Reform gestartet. In Anzeigen heißt es, das Gesetz sei nicht gegen die Minderheit der Muslime im Land gerichtet. In den kommenden Tagen will die Partei zudem mit Millionen Familien in Kontakt treten. Mit landesweiten Kundgebungen und unzähligen Pressekonferenzen sollen Zweifel an dem Regierungsvorhaben ausgeräumt werden. Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz sieht für Einwanderer aus den Nachbarstaaten Bangladesch, Pakistan und Afghanistan Vereinfachungen bei der Einbürgerung vor, allerdings nur, wenn sie nicht Muslime sind. Kritiker halten der BJP vor, mit der Neuregelung Muslime zu diskriminieren. Bei Protesten gegen das Gesetz wurden zuletzt zahlreiche Menschen getötet oder verletzt.